Captain Karachos Rock City gibt es jetzt schon zum zweiten Mal. Es kam dazu, weil ich die meisten Bands natürlich persönlich kenne. Ich bin der Freund und Bekannte aller Bands hier aus der Region Stuttgart. Ich habe natürlich auch diesmal wieder die vier besten Bands aus der Umgebung eingeladen. Leider haben alle abgesagt und wir haben heute nur Null Tarif, My Reply, Church of Fula und My Baby Wants to Eat Your Pussy. Aber die sollten wir sich auf jeden Fall anschauen. Wir sind zum ersten Mal in der Röhre. Nicht zum ersten Mal in Stuttgart, aber ich glaube, es wird ziemlich cool hier. Also wenn der Karacho mal eine Party schmeißt, dann wird es auch eine gute Party, hoffe ich doch sehr. Er sitzt da übrigens gerade in Bademantel und ohne Unterwäsche. Ich zeige euch heute Ausschnitte von den vier Bands, die bei Captain Karachos Rock City gespielt haben. Den Anfang macht der Headliner My Baby Wants to Eat Your Pussy. Hey User, wir fühlen uns auf Verschiebung, don't you don't me know. Hey Loser, they've given you libido, though you don't need no. Hey Captain, I found some water, though you don't need no, no you don't need no. Hey Captain, give me order, though I don't need no, though I don't need no. What a violent, now I'm on the run. My Baby Wants to Eat Your Pussy, die Band mit den zwei schönsten Frauen des Rockbusiness, hat mal wieder polarisiert. Und deswegen können wir alle gespannt sein auf das neue Album, das schon bald erscheinen wird. Ja, es ist ein fantastisches Album geworden. Also es ist von bittersüßestem Pop bis zum trashigsten Avantgarde-Klangspektakel. Also es ist kein Scherz, es ist echt, wir haben sehr, sehr viel ausprobiert. Wir haben unglaublich lange dran gesessen, ich glaube. Also über ein Jahr, was man sich ja als Newcomer eigentlich nicht erlauben sollte. Wir hatten Glück und viel Zeit und es ist echt ganz viel drauf. Also alle Hits, Wonderland, Biology, wie sie alle heißen. Und wirklich, wirklich viel Spaß. Es ist eine sehr abwechslungsreiche Platte, die ich mir selber auch... Nein, ich höre sie mir eigentlich nicht mehr an, aber sie ist trotzdem gut. 23.05. die Tour dazu, auch im Mai, kurz davor. Und dann Festival Sommer, www.mybabywantstoeatyourpussy.com oder .de. Genau. Da der Rocke von My Reply jetzt Akkordeon spielt, hat ich habe mich natürlich auch zum Affen gemacht, mal wir wieder. Euch auf jeden Fall dafür aber für einen guten Zweck. Dazu später mehr. Und ich würde euch jetzt gerne ein Lied singen. Ne? Dieses Nummer mit dieser Maske ist total albern und verbirgt meiner Meinung nach ein pubertäres Trauma hinter diesem albernen Possenspiel, will ich fast sagen. Ja, totaler Quatsch. Ein Possenspiel? Frechheit. Was auch immer das bedeutet. Das nächste Lied müsste der erfahrene Karacho-TV-Zuschauer kennen. So, yes. Wir schauen mal weiter, was in dem Abend sonst noch passiert ist. Ah ja, das habe ich schon fast wieder verdrängt. Seid ihr gut drauf! Holt ihr rechte Gaudi rum! Achtung, jetzt wird's lustig. Mir sind die lustigen Latexmaskenburm. Hey, Juri, 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 mir sind die lustigen Latexmaskenburm. Jolala, hitiri, hi, yo. Stilistisch ähnlich geht's jetzt weiter mit Punkrock aus Ludwigsburg. My Reply.
Wer will denn tanzen? Kennt ihr den Zillertaler Hochzeitsmarsch? Kennt ihr den? Dann schnappt euch mal jeder die nächstgelegene Frau oder den Mann. Am besten also, egal wen, Hauptsache ihr habt unterschiedliche Geschlechtsteile, dann ist alles gut. Und ihr fragt euch sicherlich dasselbe wie ich gerade. Warum? Weil wir diesen ganzen Rockern in Stuttgart die Volksmusik ein bisschen näher bringen wollen. Weil die Volksmusik ja das ist, was uns alle geprägt hat. Auf gutem Weg, eine Art Volksmusik für das jüngere Publikum zu werden, ist der deutschsprachige Punkrock von Nulltarif. Gedacht, doch in der Zukunft ist kein Weg. Emotional ist die Falle zu geschafft. Warum gerade ich? Frag ich dich, wie lange dauert ein Tag auf der Venus? Wie lange sind wir schon hier? Werden wir uns wieder sehen? Irgendwann, sag mir wann. Und zum Schluss sage ich euch noch die mehr oder weniger ziemlich konkreten Pläne für die Zukunft. Es wird sich in dem Maße ändern, dass ich mehr Konzerte machen werde in nächster Zeit. Captain Carafos Rock City, vielleicht auch in anderen Städten. Vielleicht werde ich auch Filme drehen, vielleicht werde ich Schauspieler. Vielleicht werde ich wieder nach Mexiko zurückgehen und Wrestling machen. Ich weiß es noch nicht, in meinem Kopf sind viele Dinge, viele große Dinge. Aber ich bin ja auch ein Träumer und Träume sind zum Träumen da. Und mit diesem Traum verabschiede ich mich in die dunkle Nacht der Anonymität. In Liebe, euer Captain Carafos.